So, heute mal eine Giotto-Torte von mir. Und für den Boden der Torte brauchen wir 150 Gramm Butter, 150 Gramm Zucker, 4 Eier, 200 Gramm gemahlene Haselnüsse, 50 Gramm Mehl, 1 Teelöffel Backpulver und Fett für die Springform. Das Ganze geben wir zusammen in eine Schüssel und rühren das erstmal gut durch. So, hier habe ich jetzt alle Zutaten in die Schüssel gegeben, mit dem Handrührgerät gut 3 Minuten durchgerührt. Das ist jetzt die Masse für den Boden, die ich jetzt in eine schon gefettete Springform fülle und dann kommt das Ganze erstmal bei 175 Grad in den Ofen. So circa 25 bis 30 Minuten. Das muss man dann testen, mit dem Holzstäbchen am besten. Wenn nichts mehr klebt, dann ist der Boden gut und kann aus dem Ofen geholt werden. So, und ab dafür alles in die Form. Alles gut verteilen, schön glatt streichen. Und ab in den Ofen damit. So sieht nun der fertige Boden für die Giotto-Torte aus, den ich jetzt auf ein Kuchengitter gestürzt habe, damit er noch auskühlen kann. Und der nächste Schritt ist dann nachher die Verzierung mit der Sahne und den Giotto-Kugeln. So, als nächsten Schritt werde ich jetzt die Giotto-Kugeln klein machen. Und zwar habe ich mir dafür ein Backpapier bereitgelegt. Da kommen diese ganz handelsüblichen Giotto-Kugeln, ich mache halt rum, so rum, rein. Das sind ungefähr 40 Giotto-Kugeln. Ja. Da kommt das Papier da drum. Meine Tochter darf sich jetzt auslassen und darf diese mit dem Hammer zertrümmern, aber ohne mir auf die Finger zu hauen. Richtig draufhauen. Richtig klein machen. Hau drauf, richtig. Ja, überall. Schauen wir mal rein. Ach, da ist ja noch gar nichts passiert, Maike. So, und jetzt hau mal richtig drauf. Genau. So, jetzt nehme ich ja meine Finger da weg. Ich glaube, das reicht. So, und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Genau. Das ist jetzt so eine klebrige Masse geworden, weil die Giotto-Kugeln ja gefüllt sind. Und die Masse wird jetzt unter die Schlagsahne gehoben. Ich habe jetzt schon 600 Milliliter Sahne steif geschlagen. Und die Masse heben wir jetzt unter diese Schlagsahne drunter.
So, jetzt haben wir die Giotto-Masse unter die Sahne gehoben und das Ganze kommt jetzt auf den eben gebackenen Boden, der jetzt mittlerweile ausgekühlt ist. Um den Boden habe ich einen Tortenring gezogen, damit die Sahne uns da nicht runterpatscht und dann kommt das Ganze hier drauf. Und alles schön glatt streichen. So, jetzt habe ich die Giotto-Masse mit der Sahne auf dem Boden verteilt, schön glatt gestrichen. Und das Ganze kommt jetzt nochmal für eine Stunde in den Kühlschrank, damit die Sahne auch schön fest wird. Und dann kann man nach Herzenslust noch dekorieren. So, und nun geht's ans Verzieren der Torte. Endspurt. Ich habe jetzt im Spritzbeutel nochmal etwas Sahne und da setze ich jetzt so kleine Sahnehäubchen noch mal oben drauf. Mama. 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 So, und dann kommen zu der Giotto-Torte natürlich auch noch Giotto-Kügelchen obendrauf. Die setze ich auf die Sahnehäubchen. Da hat doch ein Kind eins geklaut. Aber es macht nichts. Ich habe ja noch welche in Reserve. Und zu guter Letzt verteile ich auch noch ein paar Schokoladenraspeln obendrauf. Voilà, und fertig ist das kleine Kunstwerk. Ich wünsche viel Spaß beim Nachbacken.